Hallo und herzlich willkommen zu den Update-News vom 5.8. Und es ist soweit, die ersten der Bobcats, die hier alle so fleißig im Monat rumstehen, wurden überarbeitet. Und allen voran natürlich die gute Loretta, die jetzt deutlich lebendiger aussieht, wenn auch ganz schön verändert. Aber noch viel krasser hat es die gute Ten erwischt, denn die sieht nun deutlich anders aus. Und wie ihr hier sehen könnt, hat Ten deutlich ausgeprägtere Wangenknochen bekommen, krasse, buschige Augenbrauen und vor allem ist ihr Gesicht deutlich runder geworden. Eure Meinung zur neuen Loretta und zur neuen Ten natürlich gerne in die Kommentare. Wie findet ihr sie? Wie findet ihr, hat Star Stable die ganzen überarbeitet? Und wo wir gerade im Moorland sind, gibt es da auch noch eine andere neue Sache für euch. Denn für alle, die den Code Friendship Day eben noch nicht eingelöst haben, könnt ihr übrigens immer noch machen, gibt es nämlich für euch einmal dieses Freundschaftsshirt. Und im Lifetime Shop könnt ihr euch dann die andere Seite kaufen. Und somit habt ihr einmal Freundschaft links und Freundschaft rechts. Übrigens kann man sich beide Teile im Lifetime-Shop kaufen. Das heißt, wenn ihr den Code einlöst, habt ihr damit dreimal euer Freundschaftsshirt. Doch das ist noch nicht alles. Denn auch in Golden Hills stehen die Zeichen auf Update. Und es wurde hier schon fleißig Platz für die nächste Woche gemacht. Denn hier werdet ihr dann die Mavaris kaufen können. Hier am Goldblattstall ist genügend Platz für die neuen Pferde. Und passend auch dazu gibt es nun ein neues Rennen, eine Mischung aus Sprung und Geländereiten, das ihr hier annehmen könnt. Und wenn ihr das Rennen schon gemacht habt, bekommt ihr es dann hier vorne an dieser Tafel und gibt euch 250 Spielerfahrung und ist für alle, die hier das ganze Rennen schon aufgebaut haben, dann könnt ihr hier euer Rennen machen. Das neue Rennen hat definitiv einige Veränderungen drin, die man noch nicht so in anderen vielen Rennen drin hat und macht wirklich Spaß. Und ich bin schon gerne so ein bisschen gehypt, was man da für Highscores so rausholen kann. Auf jeden Fall sind jetzt schon einige Abkürzungen möglich, die ich schon ausgetestet habe. Aber eure Meinung zum neuen Rennen gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Und wie ihr das Update natürlich so findet. Was sagt ihr zur neuen Ten, zur neuen Loretta und zum neuen Rennen in Golden Hills? Und natürlich, was sagt die nächste Woche? Die nächste Woche steht ganz groß im Zeichen der Mavaris. Denn dann geht es los. Nächste Woche ist Golden Hills hier das große Thema. Denn dann kommen nicht nur die Mavaris, sondern wahrscheinlich auch die neue, wunderschöne königliche Ausrüstung der Mavaris und wir können gespannt sein, was uns noch alles so Neues dann in Golden Hills erwartet nächste Woche. Eure Update-News-Bewertung gerne natürlich in die Kommentare. Wie findet ihr es? Ich bin gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.